So, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge, Folge 2 von Timberborn. Und ja, in der letzten Folge hatten wir hier schon so ein klein bisschen angefangen aufzubauen. Und jetzt sehe ich hier gerade, es ist soweit, ich kann hier das Ding mit der Straße verbinden. Das machen wir natürlich auch alsbald, damit der Kollege anfangen kann, hier Planken zu bauen. Hier ist auch schon fast fertig. Das ist cool. Und danach werden erstmal die Holzstämme hier oder die Holzscheite gespeichert. Denn mein Ziel ist es als nächstes, den Förster zu bauen. Genau. So, ansonsten ist soweit alles gerade vor hier. Ich bin auch schon fast quasi fertig, sobald das Ding fertig ist, mit dem nächsten Tutorial-Tipp. Nicht, dass ich den bräuchte, um jetzt nicht hier hochloben zu wollen, aber ein bisschen kenne ich das Spiel ja schon. Aber für Leute, die jetzt neu sind in Timberborn, ist dieses Tutorial hier schon ziemlich cool, dass man einfach so die Grundlagen hat und nicht irgendwas vergisst und auf einmal so, oh, ich habe eine coole Stadt, oh, mein Essen. Oder ja, cool, ich bin endlich so und so weit, oh, mein Trinken. Das ist schon eine gute Sache hier mit dem Ding. Kann man auch ausschalten, wenn man es dann ein paar Mal gespielt hat oder auch gleich von Anfang an. Aber wie gesagt, ist eine gute Sache. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen erstmal an und starten. Gebäude benötigt Arbeiter. So, und ich habe hier Stufe 3 erreicht von der Zufriedenheit oder vom Wohlbefinden, wie auch immer. Schutz minus 0,5, das ist, weil noch nicht alle Leute hier ein Dach über dem Kopf haben. Das könnte ich aber prinzipiell mal ändern. Und ich habe hier so eine Idee. Ich weiß nicht genau, ob das... Aber um ein bisschen Platz zu sparen, könnte man... Nee, das ist das Falsche. Wenn ich das hier hinstelle und den auch hier hinstelle und da quasi einen Weg lang führe. Übrigens gut, dass der Weg umsonst ist. Ah, oh, da habe ich einen vergessen. So, ich glaube, hier muss ich keinen drauf machen. Ne? Nein. Ja, mal gucken, ob das klappt, weil dann hätte ich nämlich ein bisschen mehr Platz und hätte halt Platz gespart. Ohne, dass ich groß irgendwie noch mehr Platz... das war irgendwie doppelt gemoppelt, was ich gerade sagen wollte. Die eine machen wir auf jeden Fall erstmal dicht. Ich glaube, wenn ich 3 Hütten habe, reicht das für den Anfang. Und mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe hier auf jeden Fall keine Warnnachricht, dass es zu weit weg ist. Nee, und auch die grüne Linie hier sagt mir, das sieht gut aus. Also von der Idee her schon mal gar nicht so blöd. Man kann ja hier Gott sei Dank auch vertikal bauen. Das ist natürlich sehr, sehr geil gemacht bei Timberborn. Und da hat man auch schon so einige Konstruktionen. Wenn du hier rechts zum Beispiel auch noch Häuser hast, dann kannst du hier Plattformen zwischenbauen. Dann kannst du die so verbinden. Und also da sind schon, waren schon einige coole Konstruktionen bei. Und witzigerweise ist es dann so, man denkt sich, boah, das ist aber eine super coole Konstruktion. Wenn ich das wieder spiele, dann mache ich das einfach genau wieder so. Aber dann hat man auf einmal andere Ideen und dann sieht die Stadt trotzdem wieder ganz anders aus. Und das finde ich halt so cool, weil man lernt viele Wege kennen, wie man einfach gut bauen kann und so weiter und so fort. Aber man probiert trotzdem was Neues aus. Und das finde ich cool. So, was haben wir als nächstes? Baue Hütten. 3 von 6 habe ich aktuell. Okay, ich kann die auch mal fertig bauen. Das heißt, ich muss dann sogar noch 2 Stück mehr bauen. Okay. Interessant. Ja. So, und die ersten Planken. Werden Planken gebaut? Nein, wieso nicht? Jetzt werden Planken gebaut. Gut. Weil das würde ich schon gerne haben, nämlich. Damit ich... Ah, guck mal, ich kann den Förster schon mal freischalten. Nicht, dass ich gleich aus Versehen was anderes freischalte und dann auf einmal so, hupsi. Okay, wir gucken mal. Der Förster, wenn ich ihn hier so in die Ecke stelle, wo... Ach, schade, der hat den Weg leider zur falschen Seite. Das ist doof. Eigentlich würde er hier echt gut hinpassen. Da hätte ich bis da oben noch Wald. Oder ich mache halt zu einer Seite Wald fest.
dass ich dann hier unten irgendwie was anderes baue, weil hier muss ich wahrscheinlich auch rum, um nachher Löwenzahn abzubauen. Ja, ich baue den Förster erstmal auf jeden Fall hier in die Ecke. Okay, das Ding steht im Weg. Natürlich steht irgendwas im Weg. Quatsch, der hier. So, baust du den bitte ab? Oder irgendwer, danke. So, und am Anfang. Oh nein! Baut ihr auch bitte. Ah, sehr gut, vielen Dank. So. Ja, ich habe eine neue Wohlfühlstufe erreicht. Sehr cool. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Und der Förster hier, der wird erstmal auf jeden Fall. Ich werde anfangen mit Birken. Moment, wie weit? Wo ist hier der? Da ist der. Wie weit geht er noch? Ein paar hat er noch, aber trotzdem werde ich erstmal auf jeden Fall Birken hinstellen. Brauchen 9 Tage. Was so fürs Kurzfristige? So, hier kommen erstmal Birken hin. Und dann fange ich, glaube ich, gleich an mit Ahorn hier hinter. Oh, ich weiß gar nicht, wie weit der jetzt kommt, aber das machen wir auf jeden Fall so. Und dann kann der Förster hier nämlich schon mal ein bisschen aufwerten. Und ich hoffe, dass die Birken hier ausreichen, um quasi die Zeit zu überbrücken, bis die Ahornbäume fertig sind. Und dann kann ich das hier nämlich auch umwechseln auf Ahornbäume zum Beispiel. Ahorn finde ich immer ganz cool, weil das ist einfach das meiste, was man an Holz rauskriegt, in 30 Tagen 8. Das ist schon relativ gut. Dafür hat man bei den Kastanienbäumen nachher dann auch noch Kastanien, die man dann grillen kann und so. Aber das kann man später aufteilen. Ich will immer erstmal gucken, dass ich auf jeden Fall ausreichend Holz habe. Und ich hoffe, das habe ich hiermit jetzt dann quasi. Oh, keine Priorisierung, ist egal. Ah, dafür brauche ich die Planken, genau. Okay, aber das Coole ist, 10 von 10 Holzscheite habe ich schon mal. Und auch hier habe ich schon einen ganz guten Vorrat an Holzscheiten aufgesammelt. Oder gesammelt generell. Ja. Bisher würde ich sagen, kommen wir ganz gut klar. Nahrung hat sich jetzt auch ein bisschen eingepegelt, ne? Jetzt habe ich auch noch Karotten zusätzlich. Und die nächsten hier sind auch schon fertig. Das heißt, die werden dann schön abgeerntet und kommen dann halt auch in die Reserve mit rein. Eigentlich, ah ne, ich muss glaube ich erst das Tutorial beenden. Weil wenn ich jetzt wieder Dinge abreiße, dann steht da, glaube ich, gleich wieder, baue 100 Karottenfelder an. Das lasse ich erstmal so. Ich überlege gerade. Da könnte ich ja. Ich brauche noch 2 Hütten. So, wenn ich die erste Hütte. Ist ja egal, wo der Weg hinkommt, prinzipiell, aber ich finde, das sieht ein bisschen gemütlich. Ah, Mist, da fehlt mir ein Weg. Warte mal, ich muss die Plattform für 100. Ah. Okay, das ist doof. Aber, warte, anderer Plan. Wir bauen das einfach dahin. Und den dahin. Das müsste doch auch funktionieren. Aber wie gesagt, alles nur fürs Erste, dass man einfach mal so ein bisschen hier auf jeden Fall die wichtigen Sachen in Anführungsstrichen bauen kann. So, dann mal los. Warte mal, was hast du hier für ein Problem? Abgebrochene Zähne. Oh nein! Da geht's schon los. Lebt in Hütte. Plus 5. Abgebrochene Zähne, minus 1, Wohlbefinden. Chance auf Holzfällen, minus 75%. Uff, okay, wo haben wir dann diesen.
Ah, hier, Zahnschleifstein. Okay, das Ding wird benötigt, ganz, ganz dringend. Und da ist ein super Platz dafür, haben wir auch gleich. Ja, geile Sache. Dann hoffe ich einfach mal, dass der schnell gebaut wird. Ich meine, 5 Voltschalte genau gegenüber. Das sollte ja innerhalb von 0, nichts geschehen, dass das Ding fertig wird. Ah, die bauen jetzt die Häuser hier auf, ha? Ja, okay. Aber es macht ja auch Sinn. Was haben wir hier? Gebäude braucht Energie. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall jemanden reinhaben. Genau. So, damit der Kollege hier Planken produzieren kann. Da ist auch schon die erste Planke fertig. Weil, ja, so langsam wird Zeit, dass mein Kollege Förster hier in Gang kommt. Erste Planke ist drin. Perfekt. So, und hier haben wir. Oh, guckt euch das an. Sieht das nicht süß aus? Wie er einfach an dem Stein nuckelt. Ja. Und jetzt kann er wieder weitermachen. Ja, cool. Ist auch nicht teuer, der hat. Was hat er gekostet? 5, glaube ich. Ja, super coole Sache. Also das finde ich ist eine coole Erweiterung einfach. Baue 6 Hütten haben wir. Baue Erfinder haben wir. Baue Wasserrad. Okay, das auf der. Oh, hier könnte ich ja auch ein Wasserrad hinbauen. Ja. Da müssen wir einmal ganz kurz hier so ein bisschen frei machen. Wir da dann die Straße bauen können. So. Und dann bauen wir da einen Wasserradl hin. Ist zwar jetzt komplett quatschig, weil ich natürlich hier keine Industrie oder irgendwas habe. Das habe ich natürlich jetzt auch. Also nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt baut er da mitten in die Wildnis ein Wasserrad. Ich habe natürlich auch keine Antriebswellen und sowas hier hingebaut. Das ist einfach nur, um erstmal dieses Tutorial einmal abzuschließen. Also ich mache das nachher noch irgendwie sinnvoll. Keine Panik. So, Ziel ist jetzt Nummer 1 auf jeden Fall erstmal den Kollegen. Oh, der ist schon fertig. Geil. Hier, los, Abmarsch. Pflanz an, mein Freund. Wollen wir mal gucken, wie er anpflanzt hier, Kollege Förster. Ah, da baut er die ganzen kleinen Bäumchen auf. Ist das nicht toll? Neues Holz. 9 Tage, ja. Ach, schön. So, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles. Was wir brauchen fürs Erste. Alle überlebenswichtigen Sachen prinzipiell. Der Baum da müsste gern noch mal weg, das wäre super. Oh. Macht nur niemand. Okay. Wahrscheinlich sind alle gerade irgendwie beschäftigt. Ich habe auch keine Arbeitslosen. Insofern alles gut. Und es müssten ja jetzt auch hier, guck mal, geboren, geboren, geboren. Das ist sehr cool. 3 neue kleine Babybiber. Und wenn die erwachsen werden, ich glaube, dann spätestens habe ich wieder ein paar Leute über. Und jetzt kommt die erste Dürre. Das heißt, ich würde schon ganz gerne lieber noch. Was brauche ich hierfür? Großer Wasser. Ah, dafür brauche ich Getriebe. Okay. Also bauen wir erstmal noch ein paar kleine Wassertanks hin. Dachte, ich weiß halt nicht, wie lange. Die ersten Dürren dauern ja meistens nicht so lange. Aber trotzdem hätte ich gerne noch ein klein bisschen mehr Wasser als Vorrat. 96, ich weiß nicht genau, ob das so cool ist. Ah, hier, der erste Tank wird gebaut. Sehr geil. Das kriegen wir auf jeden Fall noch. Den kriegen wir hoffentlich noch ein bisschen voll. Ah, der zweite wird auch noch rechtzeitig fertig. Ja, guck mal, da kann Wasser reingepumpt werden. Sehr schön. Da können wir auf jeden Fall die Wasserkapazität fast nochmal verdoppeln, die wir jetzt speichern können. Wir hatten vorher 3, jetzt haben wir nochmal 2 dazu gebaut. 5 für den Anfang ist gut. Wasserrad ist auch fertig. Bringt mir zwar nicht viel, wobei ich könnte hier dann so ein Dings hinbauen und so eine Batterie oder sowas, aber auch die muss ich ja verbinden wahrscheinlich. Insofern lassen wir das erstmal alles. So, Sägewerk betrieben. Förster habe ich. Kiefer muss ich pflanzen. Mist. Dachte ich soll.
Dingens pflanzen. So, warte mal. Dann machen wir hier erstmal. Warte mal. Da. Kiefer. Da. 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 9 habe ich jetzt. 18. 20. Sehr schön. So, haben wir das auch. Viel Glück, Tutorial schließen. Sehr schön. Haben wir das auch ab. Okay, jetzt können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Das finde ich gut. So, ich mache einmal ganz kurz Pause und. Oder ich lasse weiter. Ne, ich mache Pause, weil gleich die Dürre kommt. Ich muss einmal ganz kurz mir neuen Kaffee holen. Ich bin gleich wieder da. Okay, und ist das letzte auch wichtig, mit dem besonders wenn sprachliche Barrieren vorlagen? Und in beiden Absätzen kommt leider das Wort Empathie drin vor. Könntest du da mal gucken, warst du jetzt schon beim Arzt? So, sorry für die kleine Unterbrechung, aber der Kaffee, der muss getrunken werden, solange er warm, jedenfalls auch lauwarm ist. Okay, ja, die Dürre steht bevor. Ich denke mal, am Anfang wird es wahrscheinlich noch keine so richtig heftig große, lange Dürre sein. Und da wir auf Normal spielen, weiß ich jetzt, wie gesagt, auch gar nicht. Ich glaube mal 11 Tage war das Höchste. Am Anfang ist das noch ein bisschen kritisch tatsächlich, aber nach und nach wird das dann ja auch besser. So, auf jeden Fall haben wir hier ganz gut Wasser gespeichert. Ich denke nicht, dass ich noch einen weiteren Tank bauen muss. Ich hoffe einfach mal, dass das ausreicht. So, das Ding hier ist naja, noch lange nicht voll. Da ist erst ein Drittel drin. Deshalb können die Jungs und Mädels hier gerne noch ein bisschen weiter Holz hacken. Und der Grindstone hier, ja, der ist. Beliebtheit ist ja auch. Hört sich auch doof an, weil das ist ja vielleicht Auslastung oder sowas. Weil ich glaube, obwohl es macht Grundbedürfnisse. So, ja. Ach, ich weiß nicht. Beliebtheit finde ich eher so bei einem Schrein oder bei einem, ja, diese Bäder, die man da hat, diese Freibäder oder Schlammbäder oder sowas. Aber egal. So, das sind halt Details. Vielleicht wird das ja nochmal geändert. Ja, das Holz geht immer noch relativ langsam nach oben. Aber dafür habe ich auch schon 22 Planken, sehe ich gerade. Das ist natürlich sehr geil. Ach so, und ich kann jetzt auch anfangen, glaube ich, Kartoffeln anzubauen, ne? Weil hier ist der Grill. Der Grill macht ja aus den Kartoffeln gegrillte Kartoffeln. Ach, und der braucht gar keine Energie, sehe ich gerade. Ja, Mensch, dann komm mal her, Grill. Die Frage, wo packe ich das hin?
Wenn ich das so mache, pack den Grill mal hier hin. So, Anleitung. Machen wir auf jeden Fall erstmal Grillkartoffeln schon mal. Und wir brauchen auch erstmal noch gar keinen, der hier drin arbeitet. Quatsch. Brauchen erstmal noch gar keinen, der hier drin arbeitet, weil wir noch gar keine Kartoffeln haben. So. Aber. Ich werde jetzt anfangen und das hier wegmachen. Und da kommen dann gleich Kartoffeln hin. Und sobald das ist, werde ich auch den Grill anschmeißen. Und dann habe ich nämlich schon mal drei Nahrungsmittel. Und aus jeder Kartoffel werden halt vier gegrillte Kartoffeln. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, meine Biberchen auch. Ja, die beiden sind fleißig dabei. Das sieht richtig gut aus. Machen hier richtig, richtig gut. Ah, kommen gleich unsere ersten Kartoffeln hin. Kartoffeln sind. So, bitte anpflanzen. Danke. Ach, ist das nicht schön, weil Karotten, denke ich mal, werde ich mit dem, was ich jetzt hier über habe, auch noch ganz gut klarkommen. Sind sogar noch ein paar Beeren. Ne? Mein Beerensammler kommt auch nicht unbedingt hinterher. Und die Dürre ist gleich schon wieder vorbei. Und ich habe noch 156 Wasser. Also die Tanks, die ich jetzt hier habe, die reichen erstmal vollkommen aus. Jedenfalls für die Dürre. So, sehr schön. Dürre überstanden. Kartoffeln werden angebaut. Ja, sehr schön. Jetzt überlegen, was wir als nächstes machen. Okay, so, ich habe gerade eben hatte gerade eben Anruf und musste kurz das Mikro ausmachen. Aber jetzt geht's wieder weiter und wir wollen mal gucken. Also ich glaube tatsächlich als erstes baue ich noch mal einen zweiten Forscher, weil die Forschungspunkte, die kommen mir zu langsam rein. Das ist ein bisschen doof. Und boah, wir bauen den erstmal. Ah, da wird noch Holz abgeholzt. Bauen den erstmal hier hin. So, das ist nicht allzu weit weg und das kann man noch gut erreichen. Und wie gesagt, die Forschungspunkte sind halt doch relativ wichtig, dass man da schnell zu Sachen kommt, die man gebrauchen kann. Muss ich nur mal gucken, vielleicht so ein großes Lager mit 1000. Da brauche ich auf jeden Fall erst das Observatorium, bevor ich sowas mache. Aber so eine Dreifachhütte zum Beispiel, das wäre auf jeden Fall was, was man gut in Angriff nehmen kann dann. Oder auf jeden Fall der Wassertank ist auch ganz eine wichtige Nummer. Ah, hier. Getreidemühle und Bäckerei sind auch immer gute Sachen. Aber ich glaube, als erstes mache ich dann tatsächlich doch das hier. Damit ich dann so große Wassertanks bauen kann.
könnte ich nämlich zum Beispiel diese beiden kleinen wegmachen, da einen großen Wasser oder da. Es wäre blöd, wenn ich da einen Wassertank hinsetze, da kommt lieber eine Pumpe hin. Genau, okay. Aber für das Getriebe-Dings, ich habe 44 Planken. Wir setzen den hier mal erstmal zurück. Aber mir fehlen noch 5 Punkte. Das wird, glaube ich, das erste sein, was ich jetzt baue, eine Getriebewerkstatt. Weil das halt auch ein wichtiges Ding ist hier für die Schwerkraftbatterie zum Beispiel, brauche ich auch Getriebe, da brauche ich auch Metall für, sehe ich gerade. Das sind halt so Sachen. Sternwarte braucht Harz, Getriebe. Ja, wie gesagt, Getriebe sind schon eine echt gute Sache zu haben. Deshalb werde ich das jetzt erstmal freischalten und auch gleich mal damit ranbauen. Und ich das hier ranbaue, dann kann ich natürlich nichts weiter hier hinstellen. Das warte, wir machen das anders. Obwohl so viel passt hier auch gar nicht mehr hin. Ich glaube, für den Anfang reicht das auch aus, oder? Ja. Und wir machen das so. Wie gesagt, umbauen muss ich später so oder so. Aber dann habe ich hier immer ein klein bisschen Energie. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, wenn der 120 verbraucht und die beiden nur 50 liefern, ob das Ding überhaupt anspringt dann. Brauche ich vielleicht noch einen mehr. Wir werden sehen. Auf jeden Fall laufen jetzt beide Forscher. Das ist, finde ich, schon mal richtig gut. Was ist hier? Ah, ich glaube, mein Lager ist voll. Kann das sein? Noch nicht ganz. Aber ein zweites Lager wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. So, den Sammler hier können wir erstmal wegmachen. Ja, cool, weil dann kann ich hier, das ist doch eine Idee, boah, wenn ich hier eine Straße reinbaue, machen wir mal so, dann kann ich hier noch ein Lager hinstellen. Fürs Erste jedenfalls. So, das Teil ist fertig. Das Teil hier ist noch nicht fertig. Okay, aber es macht auch nichts. Baustelle hier. Habe ich die auf hohe Priorität? Ja, habe ich auf hohe Priorität. Oh Gott. Und baumäßig, ja, es wird ja gebaut. Insofern, die müssen halt jetzt nur aufwachen, damit es dann wieder weitergeht hier. Bauen die hier auch schon? Nee, da noch nicht. Okay, das ist gut. Ich habe so das Gefühl, teilweise ist es ja so, dass früher war es jedenfalls so, dass die irgendwie zeitgleich an Gebäuden gebaut haben. Da musste man es wirklich mal runterstellen. Aber jetzt sehe ich hier 0 von 15 und hier wird halt dran gebaut. Ich glaube, die machen jetzt immer erst das fertig, was am meisten ist. Ist eine Vermutung. Aber es sieht irgendwie aktuell stark danach aus. Und es läuft. Das ist cool. Ich habe sogar noch ein paar Planken über. Und hier kommen auch die ersten Kartoffeln. Das heißt, ich kann jetzt hier dem Kollegen mal sagen, mach Kartoffeln. Yay, die ersten Grillkartoffeln laufen an. Sehr schön. Ah, guck mal, wenn man jetzt irgendwo draufklickt, dann sieht man auch, welcher Biber dazu gehört. War das vorher schon so? Der rannte hier nämlich gerade. Ich dachte, es wäre ein Geist da. Der blaue da. Cool.
Hier haben wir dann, ja, genau. Ah, war das vorher schon so? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall finde ich das cool. Und wenn es vorher schon so war, fand ich das früher bestimmt auch schon cool. Aber ich glaube nicht. So. Also, Getriebeproduktion läuft an. Das heißt, wir können uns überlegen, was wir als nächstes freischalten wollen. Aber das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Ich bin jetzt nämlich erstmal raus und wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Viel Spaß, vielen Dank fürs Gucken und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.